Meine Damen und Herren, Herr Minister Heil, Sie haben wunderschön gerade gesagt, Sie stellen die Opfer nach den Taten in den Mittelpunkt. Das ist der große Unterschied zu uns. Wir hingegen versuchen nämlich dafür zu sorgen, dass sie gar nicht erst zu Opfern werden. Artikel 1 des Grundgesetzes sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlicher Gewalt. Der Staat hat also in allererster Stelle dafür zu sorgen, dass den Menschen die Würde nicht genommen wird. Seine vordringlichste Aufgabe ist, Menschen zu schützen und Ursachen zu bekämpfen, die Menschen die Würde nehmen. Die Würde des Menschen ist unantastbar, so steht es im Grundgesetz. Die Würde ist nicht mit Geld kompensierbar. Und zur Würde des Menschen gehört auch, dass jeder nach seinem freien Willen entscheiden darf. Was Sie hier bei der Impfgesetzgebung machen, ist das Gegenteil davon. Sie wollen auf der einen Seite eine Impfpflicht für Masern einführen, obwohl in vielen auch europäischen Ländern mit Impfpflicht deutlich mehr Menschen an Masern erkranken als in Deutschland. Und auf der anderen Seite wollen Sie dann die Entschädigung für Leute verbessern, die von der Impfung Schäden davontragen. Das ist das, was wir von der Regierung immer wieder sehen. Man ersetzt Freiwilligkeit durch Zwang. Und für die auftretenden Schäden wird dann großzügig das hart verdiente Geld der Steuerzahler verteilt. Lassen Sie uns doch mal den Geist des Grundgesetzes, den Geist der Würde des Menschen und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung leben. Lassen wir jeden frei entscheiden, ob er geimpft werden möchte oder nicht. Das wäre ein starkes Zeichen, dass der Staat die Würde und Eigenverantwortung der Bürger respektiert. Aber zur Würde des Menschen gehört nicht nur die freie Entscheidung, sondern auch die körperliche und die psychische und physische Unversehrtheit. Und auch hier ergreifen Sie keine Maßnahmen zum Schutz der Bürger, sondern Sie kennen nur den Griff in den Geldbeutel der Steuerzahler. TRDFAM berichtet aktuell, dass in Deutschland über 70.000 Frauen genital verstümmelt sind und mehr als 17.600 Mädchen gefährdet sind, das gleiche Schicksal zu erleiden. Seit Jahren steigen die Zahlen der Genitalverstümmelungen durch die Zuwanderung aus archaischen Kulturkreisen. Warum schützen Sie denn diese Frauen nicht? Und was ist denn mit der Würde von Hunderttausenden jungen Frauen in Deutschland, die nicht frei sind in der Wahl ihres Ehepartners, weil sie aus Kulturen kommen, in denen sie zwangsverheiratet werden oder mit dem Tod bedroht werden, wenn sie jemanden aus einer anderen Kultur heiraten? Das sind alles Opfer von sexueller Gewalt. Das sind alles Opfer von sexueller Gewalt in Deutschland. Warum treten Sie in den Artikel 1 mit Füßen, wenn es um die Würde dieser Mädchen und dieser jungen Frauen in Deutschland geht? Nach zwei Jahren Bundestag weiß ich, warum Sie sich hier so aufregen und warum Sie diese Mädchen und Frauen nicht schützen. Sie müssten nämlich zugeben, dass Multikulti gescheitert ist. Denn der einzige Weg, diese Frauen und Mädchen zu schützen, ist es, dass eine gleichberechtigte, freiheitliche Leitkultur in unserem Land etabliert wird und sich jeder Zugereiste hier nicht aufführen kann wie im Heimatland. Aber statt dass Sie Verantwortung übernehmen, machen Sie alles noch schlimmer. Sie schaffen einen weiteren Anreiz, die Würde dieser Frauen mit Füßen zu treten, indem Sie mit Ihrem hier vorliegenden Gesetzentwurf die Genitalverstümmelung mit einem finanziellen Anreiz von 400 Euro monatlich versehen. Hören Sie auf, Ihre Fehler mit dem Griff zum Scheckbuch zu versuchen, zu vertuschen, sondern handeln Sie endlich, um die Würde der Schwächsten in dieser Gesellschaft zu schützen. Sie schreiben in Ihrem Gesetzentwurf, und der Minister hat es ja auch angesprochen, dass das Gesetz eine Folgerung aus den Auswirkungen des verheerenden Terroranschlags vom Breitscheidplatz ist. Wir sind hier aber nicht im Nahen Osten, wo man mit Blutgeld selbst Morde sühnen kann. Im Nachhinein den Angehörigen der Opfer Geld und Unterstützung zukommen zu lassen, das mag kurzfristig manche besänftigen, macht die Taten aber nicht ungeschehen und es löst auch keine Probleme. Wir brauchen hier kein Blutgeldgesetz, sondern eine Bekämpfung von Ursachen. Dieser Gesetzentwurf, regen Sie sich alle nur auf. Dieser Gesetzentwurf zeigt Ihre Hilflosigkeit und ist letztlich nichts anderes als die Bankrotterklärung Ihrer Politik der inneren Sicherheit. Um die Ursachen des Terrors zu bekämpfen, bräuchten wir einen klaren Kampf gegen Extremismus jeder Art. Aber darin versagen Sie kläglich. SPD, Grüne und Linke suchen den Schulterschluss mit Rechtsextremisten, solange die Rechtsextremisten nicht Deutsche, sondern Türken sind. Am Tag der Deutschen Einheit waren Vertreter ihrer drei Parteien bei einer Veranstaltung, die nicht nur von einer, sondern gleich von vier nationalistisch-islamistisch gesinnten Organisationen
darunter der bekanntesten rechtsextremen türkischen Gruppe, den Grauen Wölfen, ausgerichtet wurde. Sie hofieren nicht nur Linksextremisten, sondern auch Rechtsextremisten und Islamisten. Und dann bezeichnen sie sich immer wieder als demokratische Fraktionen. Was für ein Hohn, was für ein Witz. Ein Abgeordneter der Linken, Harald Weinberg, hat den Anschlag von Ansbach mit 15 Verletzten und einem Toten mitermöglicht, indem er sich im Vorfeld tatkräftig dafür einsetzte, dass der Attentäter im Land bleiben darf. Die Bundesregierung hier sorgt für ein Klima des Terrors zwischen Kurden und Türken auf deutschen Straßen, indem sie sich gegen ein Waffenembargo einsetzt und damit eindeutig auf die Seite des Islamisten Erdogan schlägt. In DİTİB-Moscheen in Deutschland predigt man für einen Sieg des Bündnisses aus türkischer Armee und Islamisten des IS, und die Bundesregierung schaut tatenlos zu. 74 Genozide gab es an den Jesiden, 74 Völkermorde. Ähnlich wie die Juden, eine quer durch die Geschichte immer wieder massakrierte Bevölkerungsgruppe. Wissen Sie, wer die Einzigen waren, die versucht haben, die Jesiden beim letzten Völkermord vor den Islamisten zu schützen? Wissen Sie, wer es war? Das waren die von Erdogan bekämpften Kurden, von YPG und PKK. Und Sie von der Bundesregierung stehen auf der Seite der Islamisten, Erdogans und des Islamischen Staats. Sie sind die Unterstützer von Völkermördern. Schlimmer kann man die deutsche Geschichte kaum mit Füßen treten. Wissen Sie, was Linksextremisten, Rechtsextremisten, Islamisten und die Bundesregierung gemeinsam haben? Die Befeuerung des Antisemitismus und des Kampfes gegen Israel. Reden wir doch mal Klartext. Wenn Sie Antisemitismus nicht propagandistisch ausschlachten können, stören Sie sich doch überhaupt nicht daran. Ganz im Gegenteil, bei den Vereinten Nationen stimmen Sie ständig der Verurteilung Israels zu und befeuern so auch den Antisemitismus in Deutschland. Vorgestern erst konnten wir wieder sehen, dass die Bundesregierung im Gegensatz zu vielen anderen Staaten nicht mal in der Lage ist, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Stattdessen paktieren Sie ständig mit arabischen Staaten bei der UN gegen Israel. Staaten, die am liebsten heute statt morgen einen erneuten Holocaust an den Juden vollbringen und Israel auslöschen würden. Statt ihre Politik zu ändern, legen Sie hier einen Entwurf vor, den Opfern von Gewalttaten, die durch Ihre Politik verursacht werden, schneller Geld zukommen zu lassen. Was Deutschland aber wirklich brauchen würde, ist ein Wechsel in der Politik. Jede Moschee, in der für einen Sieg Erdogans gebetet wurde, die gehört geschlossen und jedem, der da gebetet hat, ein Freiflugschein in die Türkei geschenkt. Und wir müssen uns klar gegen den Antisemitismus und den Kampf gegen Israel stellen, denn das ist die Klammer, die alle Extremisten vereint. Und dass Sie von der Linken hier so rumschreien deswegen, das zeigt, dass das wirklich die vereinende Klammer für alle Extremisten ist. Lassen Sie uns gemeinsam uns zu Israel bekennen, der einzigen funktionierenden Demokratie im Nahen Osten. Lassen Sie uns dieses Bekenntnis zu Israel ablegen, um jedem Rechtsextremisten, jedem Islamisten und jedem Linksextremisten die Zornesröte ins Gesicht zu treiben und klarzumachen, nie, nie wieder Antisemitismus, keinen Rechtsextremismus, keinen Linksextremismus, keinen Islamismus auf deutschem Boden. Das ist die Politik im Sinne der Opfer. Die Redefreiheit in unserem Haus ist eine großartige Freiheit und Errungenschaft und von allergrößter Bedeutung in einer Demokratie. Aber diese Rede, die hat in hohem Maße die Grenze des politischen Anstands überschritten. Und ein Gesetz, das jetzt vorgelegt worden ist, über den es sich vortrefflich der politische Streit anbietet, wie man es am besten gestalten kann, als Blutgeldgesetz zu beschreiben, ist in hohem Maße zu rügen. Und deswegen bekommt jetzt Hubertus Heil das Wort zu einer Kurzintervention. Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kollege. Sie können antworten. Er kann, wenn er will. Herr Heil, würde mich freuen, wenn Sie auch aufstehen würden, um mir zuzuhören. Bei der Kurzintervention kann er entscheiden, ob er stehen bleibt oder nicht. Gut. Dann haben wir aber tatsächlich mir auch nicht richtig zugehört. Denn ich habe diverse Problembereiche angesprochen, wo Sie neue Problemfälle schaffen. Beispielsweise bei den genitalverstümmelten Frauen, bei den Mädchen, die von Genitalverstümmelungen bedroht sind in Deutschland. Es ist unsere vordringlichste Aufgabe, hier nicht
mit dem Geldbeutel rumzulaufen und Leuten Geld zu geben, die Opfer geworden sind. Natürlich gehört das auch zu einer staatlichen Aufgabe, aber die vordringlichste Aufgabe des Staates ist dafür zu sorgen, dass Menschen überhaupt nicht erst Opfer werden. Und da muss angegangen werden. Das heißt, wir müssen uns klar positionieren, wir müssen klar einschreiten gegen Parallelgesellschaften, in denen Frauen zwangsverheiratet, vergewaltigt und geschlagen werden. Wir müssen uns klar positionieren, denn das sind hunderttausende Fälle in diesem Land von sexualisierter Gewalt. Wir müssen uns klar machen gegen zehntausende Fälle von Genitalverstümmelung. Und wir müssen uns auch klar machen gegen den Terror, der Europa seit etlichen Jahren jetzt erfasst hat, und die Ursachen dieses Terrors bekämpfen. Und wenn wir sehen, dass man aus dem Breitscheidplatz lernt, dass man den Opfern schnellere Leistungen zur Verfügung stellen muss, dann ist das eine Konsequenz. Die sinnvollere Konsequenz wäre aber zu sagen, wir wollen dafür sorgen, dass es nicht mehr möglich ist, wie Anis Amri als jemand, der ausreisepflichtig ist, monatelang in Deutschland zu bleiben, dass es nicht möglich ist, mit mehreren Identitäten den eigenen Aufenthalt zu verschleiern und so weiter. Das wäre eine wirklich sinnvolle Politik im Sinne der Opfer. Die Zeit ist vorbei. So, wir kommen jetzt zur Debatte, und das Wort hat Peter Aumer für die CDU-CSU-Fraktion.